Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute möchte ich die Frage klären, warum macht Fitnesstraining überhaupt fit? Warum macht Fitnesstraining eigentlich fit? Erstmal vorweg, eine Person ist nicht dann fit, wenn sie ein hohes Gewicht hochheben kann oder wenn sie zum Beispiel schnell rennen kann. Wenn eine Person ein hohes Gewicht hochheben kann, dann kann sie einfach nur ein hohes Gewicht hochheben. Fertig. Und wenn eine Person schnell rennen kann, dann kann die Person einfach schnell rennen. Aber das heißt nicht, dass sie fit sind. Der Begriff Fitness wird eigentlich häufig ein bisschen missverstanden und ist ja heute auch ja, fast schon missbraucht. Es gibt ja alles Mögliche, was irgendwie Fitness heißt, ob das Fitnessquark oder Fitnesstee oder was weiß ich, was ist, überall steht Fitness drauf. Wenn man das mal aus einem anderen Wortschatz nimmt, aus dem Englischen, heißt to fit, heißt im Prinzip so viel wie passen. Und Fitness ist eigentlich die Fähigkeit, sich anzupassen. Also jemand, der körperlich fit ist, ist eigentlich in der Lage, sich auf die verschiedensten Bedingungen und Begebenheiten gut und schnell anzupassen, schnell zu adaptieren. Und diese Aussage, surviving of the fittest, also der Fitteste überlebt, was ja gerne so übersetzt wird mit der Stärkste überlebt, das stimmt eigentlich auch nicht, weil es überlebt in der Evolution immer der, der am anpassungsfähigsten ist und der in der Lage ist, sich an die Umgebung und an die neuen Begebenheiten am besten anzupassen. Das ist eigentlich so erstmal vom Wort her, was es damit zu tun hat. Und wenn wir jetzt über körperliche Fitness sprechen, also über Fitnesstraining, dann ist es so, dass das verschiedene Grundeigenschaften hat. Und das wissen die meisten Leute eigentlich auch nicht. Die denken immer, ich gehe joggen und dann mache ich Fitnesstraining. Wenn du joggen gehst, dann trainierst du eine einzige Eigenschaft vom Fitnesstraining und es gibt im Fitnesstraining 5 motorische Grundeigenschaften, die wichtig sind. Und Joggen ist im Prinzip eine Eigenschaft, das ist die Ausdauer. Um körperliche Fitness aber komplett zu erfassen, bedarf es der Eigenschaften Ausdauer, dann Kraft, also die Muskelkraft, die Koordination, also dass die Muskelgruppen auch gut zusammenspielen können, die Beweglichkeit, also wie flexibel ist jemand? Kann der Muskel sich über seine volle Länge bewegen oder ist das Gelenk irgendwo gehemmt, weil es Verkürzungen gibt? Und auch die Schnelligkeit. Schnelligkeit ist etwas, was auch zu tun hat mit zum Beispiel Reaktionsfähigkeit. Und das trifft für alle Leute zu. Das trifft zu sowohl für einen Gesundheitssportler, so wie wir das hier machen, wie für jemanden, der eine Reha trainiert, als auch für einen Leistungssportler. Das sind eigentlich immer die gleichen Grundeigenschaften. Egal, was du für einen Sportler dir jetzt vorstellst, mir fällt jetzt spontan ein Tennisspieler ein. Ein Tennisspieler braucht eine sehr gute Ausdauer, der braucht eine gute Kraft, weil er muss unheimlich schnell rennen können und für Geschwindigkeit oder für eine schnelle Kraft ist auch immer die maximale Kraft eine ganz wichtige Grundlage, weil die anderen Sachen sich danach orientieren. Also er braucht Kraft, er braucht Ausdauer, er braucht die Koordination, um einen guten Schlag hinzukriegen, braucht er eine gute Koordination, sowohl von Hand-Auge-Koordination als auch in der ganzen Muskelkette, die in dem Schlag arbeitet, braucht er auch Beweglichkeit. Klar, wenn er verkürzte Muskeln hat, geht da gar nichts, da hat er gar keine Chance. Und Schnelligkeit, also die Reaktionsgeschwindigkeit, die braucht er natürlich auch. Und jetzt denken wir mal an eine ganz andere Situation, zum Beispiel an einen älteren Menschen. Nehmen wir mal eine Person, die ist 70 Jahre. Was braucht die im Alltag? Braucht die im Alltag Kraft? Ja, natürlich. Sie braucht Kraft, um ganz einfache Dinge zu machen, wie Einkäufe zu tragen, im Garten zu arbeiten, Treppen hochzugehen oder ein Marmeladenglas aufzuschrauben. Ausdauer. Braucht man Ausdauer? Natürlich. Wenn du keine Ausdauer hast, also kein gutes Herz-Kreislauf-System hast, dann schaffst du es nicht mehr, in die Stadt zu gehen zum Einkaufen und du schaffst es auch nicht mehr, selber deinen Rasen zu mähen. Brauchst du eine Koordination? Auch, klar. So einfache Dinge wie die Gabel zum Mund zu führen, ist eine koordinative Arbeit. Und auch dort Dinge, was weiß ich, etwas zu heben, im Haus zu räumen, zu bewegen, das ist auch muskuläre Koordination. Natürlich nicht so wie bei einem Tennisspieler, aber es ist die gleiche Schublade. Beweglichkeit. Auch dort, bei einem Menschen ab 70, wenn der verkürzte Muskeln hat und das Gelenk lässt sich nicht mehr über den vollen Radius bewegen, wird das Gelenk auch nicht mehr über den vollen Radius ernährt, weil das Gelenk hat keine Durchblutung. Der Knorpel im Gelenk wird nur durch Flüssigkeitsaustausch, durch Diffusion ernährt. Und das passiert nur dort, wo das Gelenk auch bewegt wird. Deswegen ist es auch wichtig, dass diese Person eine Beweglichkeit hat. Und Schnelligkeit, ja, auch Senioren brauchen Schnelligkeit. Einer der häufigsten Gründe, warum alte Menschen stürzen, ist eine verlangsamte Reaktionsfähigkeit.
Nicht nur die mangelnde Kraft, sondern auch die Fähigkeit, schnell auf etwas zu reagieren. Wenn die stolpern und stürzen und sie brauchen dann lange, um das zu verarbeiten, dann sind sie schon aufgeschlagen und sie können sich nicht mehr abfangen. Das heißt, in all diesen Bereichen kommt es immer wieder auf die motorischen Grundeigenschaften der Fitness, Kraft, Ausdauer, Koordination, Beweglichkeit und Schnelligkeit. Vielleicht ist dir selber aufgefallen, dass wir noch nicht über das Thema mentale Fitness gesprochen haben und auch noch nicht über das Thema Ernährung. Kommt also noch was auf uns zu. Die Frage ist aber, warum macht Fitnesstraining fit? Warum funktioniert es im Alltag? Und die Antwort ist eigentlich die, dass wir durch das Fitnesstraining uns eine Fähigkeit aufbauen, die über der Alltagsaktivität liegt. Um das jetzt mal ein bisschen besser zu zeigen, male ich das mal hier auf. Ich drehe mal kurz die Kamera. So, also wenn das jetzt mal angenommen deine momentane Leistungsfähigkeit ist hier. Und jetzt trainierst du. Und wenn du trainierst, dann machst du eigentlich nichts anderes, als dass du deinen Körper schwächst. Wir sagen mal, du machst jetzt ein Muskeltraining, du trainierst bei uns im Kraftzirkel und dadurch schwächst du den Körper, du verbrauchst Energie, der Muskel ermüdet. Und dann erholt sich der Körper nach dem Training wieder, die Muskeln tanken wieder Energie und jetzt machen sie einen Mehrausgleich. Sie werden etwas stärker, als sie vorher waren, weil der Körper hat sich quasi gemerkt, Mensch, hier bin ich irgendwie doch ziemlich ermüdet worden, ich muss also mal ein bisschen stärker werden. Der nächste Trainingsreiz kommt optimalerweise irgendwo hier auf dieser Höhe. Und dann löst du diese Kurve im Prinzip wieder von vorne aus. Das heißt, du trainierst wieder, zum Beispiel nach 2 Tagen Pause. Der Körper ermüdet, er regeneriert und macht einen Mehrausgleich. Und über dieses Schema hast du einen Leistungszuwachs. Deine Kraftfähigkeit geht nach oben. Das ist erstmal das Grundschema, wie Training und die biologische Anpassung über das Training überhaupt funktioniert. Und das ist bei allen Trainingsreizen so, egal ob wir Ausdauer oder Kraft trainieren. Das ist immer diese Superkompensation. Dieses Modell nennt man Modell der Superkompensation oder auch Modell des biologischen Mehrausgleichs. Wenn du das googelst, findest du das überall. Aber was hat das jetzt mit dem Alltag zu tun? Warum macht uns das stärker als der Alltag? Oder warum macht uns das stärker für den Alltag? Das male ich dir auch nochmal auf. Wenn das jetzt mal exemplarisch im Wochenverlauf, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, deine durchschnittlichen körperlichen Belastungen sind. Also weiß ich nicht, der Montag, der ist so anstrengend, der Dienstag ist nur so anstrengend, der Mittwoch, der ist so anstrengend und so weiter. Ja, also jeder Tag bringt eine individuelle körperliche Belastung und Erschöpfung für dich mit. Dann hast du irgendwo eine durchschnittliche körperliche Belastung, die ist vielleicht hier. Das ist dein durchschnittlicher Ermüdungsgrad pro Woche, wenn du alle deine Aktivitäten von Beruf und Freizeit und so weiter zusammennimmst. Das ist dein durchschnittlicher Ermüdungsgrad pro Woche. Fitnesstraining macht dich deshalb fit und leistungsfähig, weil du durch das Training eine Leistungsfähigkeit aufbaust, die durchschnittlich empfunden über deinem Wochendurchschnitt liegt. Das ist der Grund dafür. Das heißt, durch Training, entwickelst du eine Leistungsfähigkeit, die im wöchentlichen Belastungsmittel über deiner tatsächlichen wöchentlichen körperlichen Belastung liegt. Das ist mal ganz vereinfacht mit meinen einfachen Mitteln hier dargestellt und ausgedrückt, warum Fitnesstraining eigentlich fit macht. Du sorgst dafür, dass dein Körper Anpassungsreserven und Regenerationsreserven hat, dass er also mehr Kraft, mehr Ausdauer, mehr Beweglichkeit hat, als dir im Alltag durchschnittlich abverlangt wird. Und dadurch kommt dir die Alltagslast im Verhältnis leichter vor. Das ist mit ein Grund, warum Fitnesstraining überhaupt fit macht. Ich hoffe, das Video konnte dir ein paar Fragen beantworten. Wenn es dir gefallen hat, gib uns gerne einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Schreib uns all deine Fragen in die Kommentare. Danke, dass du zugeschaut hast und bis zum nächsten Mal.